Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Schaut mal, die neueste Get Digital. Ja, ganz ohne Ankündigung, auf einmal war sie da. Das ist ja krass. Ich freue mich, ganz ehrlich, Ich freue mich wirklich sehr. Get Digital, ihr wisst Bescheid. Ja, die Unboxing-Welt freut sich, sobald die Get Digital kommt. Und sie ist wieder schön groß. Bin gespannt, was drin ist. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal zusammen. Komm. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Lol. Das ist... Plüschwaffe Schild. Okay. Ich mach das mal auf. Raschel, raschel. Gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, angucken bedeutet auch anfassen. Das ist... Also in diesem Falle. Ja, das ist bei Gegenständen immer so. Lass uns diesen Gegenstand mal genau angucken. Das bedeutet, man muss ihn in die Hand nehmen, man muss die Textur erfahren und so. Er ist übrigens weich, zumindest einseitig. Auf der anderen Seite ist er nicht so weich, aber ich finde ihn voll geil. Ich meine, er ist so ein bisschen optisch so an He-Mans Schild angelehnt, ne? Mit dem, nicht ganz, aber schon so ein bisschen, oder? Finde ich eigentlich ziemlich cool. Habt ihr gut gemacht. Ich meine, klar, das sind natürlich auch die Templerfarben und so und das Templerkreuz, aber, ne? Wäre dieser Rand hier jetzt noch etwas plakativer, dann, ne, ihr wisst Bescheid. Und wir sind ja Freunde von He-Man, deswegen tun wir einfach mal so, als wäre es der He-Man-Schild. He-Man! Jetzt fehlt uns noch das Zauberschwert, aber das, ja. Haben wir vielleicht auch noch drin als Plüsch, ich weiß es nicht. Also es ist witzig, weil es ist einseitig weich und andersseitig halt, na, es ist kein Holz, keine Sorge, das ist nur Holzoptik. Ist ein Get Digital hauseigenes Produkt, ich feiere das total, finde ich geil. Das ist schon mal gut, das fängt auf jeden Fall schon mal richtig super an. So, knister, knister, knister. Bringen wir mal da vorne hin. Geil. Direkt, super alte, direkt zum Start. So soll das sein. Ah! Der Titel enttäuscht nicht. Wobei hier natürlich dann, das ist nicht ganz so die He-Man-Optik, ne? Irgendwie. So. Wir haben also ein Plüschschild und ein Plüschschwert. Das heißt, den Kämpfen im Schlafzimmer steht nichts mehr entgegen. Oder auf der Couch, im Wohnzimmer. Je nachdem, wo ihr mit eurem Plüsch rumkämpft. Und mit wem ihr da auch immer rumkämpft. Ja, ich finde das witzig. Das Schwert ist sehr, ist halt komplett weich. Ne? Es ist weich. Oh. Na, da kannst du nichts machen. Da machst du keinen kaputt mit. Ne? Wenn du den Schild einem so reinrammst, dann kann das so. Es ist halt eigentlich auch sehr weich. Es ist so eine Pappe da hinten. Also keine Sorge. Ihr könnt da wahrscheinlich niemanden wirklich mit verletzen. Vielleicht, wenn ihr ihn mit der Kante so richtig so pff, ne? An der richtigen Stelle trefft. Aber ihr sollt ja eh nur abwehren. Das ist ja hier, ne? Das ist ja die Schlagwaffe und das ist ja nur die Verteidigung so, ne? So. Finde ich witzig. Also das sind schon mal zwei sehr coole Items und ich feiere das, dass sie beide zusammen in dieser Box sind. Sehr gut gemacht, Get Digital. Damit habt ihr auf jeden Fall wieder richtig geil abgeliefert. Feiere ich. Finde ich genial. So, wenn jetzt noch Pfeil und Bogen von der Marke drin sind, dann ist es vorbei. Ja? Oder ein Helm. So, weiter geht's mit etwas Fantastischem, nämlich dem Artprint zum Lootbook. Seit einer Weile macht Get Digital das. Die machen halt, damit diese Grafik halt auch noch mehr Verwendung hat, als eben nur auf diesem, auf dem Lootbook zu sein. Na, und finde es auch schön, dass der Name des Künstlers mit draufsteht und so. Also das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Das mag ich. Ich mag die Motive immer sehr, sehr gerne. Und ich finde es gut, dass Get Digital das jetzt in dieser Form halt einfach macht. Na, solche Postkarten in dem Sinne kosten nicht so wahnsinnig viel. Und von daher ist das eine feine Sache, wenn sowas halt zusätzlich mit in der Box ist, damit man diese Artworks sich auch sammeln kann. Ja, ich meine, du kannst ja auch die Lootbox sammeln, aber hier sehen die Artworks natürlich noch mal besser aus, ohne den ganzen störenden Schriftkrams. Dann haben wir Game of Thrones zu House of the Dragon, Metal Coaster. Metal Coaster zu House of the Dragon. Ich hole die mal raus, wenn ich sie dann rauskriege, und dann gucken wir uns die mal ganz genau an. Wir haben, oh, die sind sogar embossed. Also mit hier, ne, so mit Vertiefung. Ja, wir haben hier auf jeden Fall einen Drachenkorb. Das ist auf der Rückseite mit Kork, was immer gut ist, weil dann verrutschen die nicht, wenn die so liegen. Ja, auf den meisten Oberflächen zumindest. Ja, wobei der Kork irgendwie nicht ganz glatt ist. Das finde ich witzig. Ja, von Paladon. Sehr schön. Wir haben hier mehrere drin. Ja, wir haben hier einmal noch House Targaryen. Direkt. Na, ich kenne jetzt die Häuser nicht ganz so gut aktuell bei House of the Dragon, weil das sind ja eigentlich alles Targaryens. Ne? Dementsprechend, außer natürlich hier die Hightowers, ne, hießen die so, ja.
Keine Ahnung, welche das jetzt hier sind. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch, die sind so ein bisschen interessant verpackt, dann haben wir zu guter Letzt noch hier die Seepferdchen sozusagen. Ja, also sehr schön gemachte Coaster, gefällt mir sehr gut, sowas finde ich schön, gefällt mir. Also das ist wirklich ein schönes Item, wunderschöne Coaster von House of the Dragon. Sowas kann man auch mal haben. Ne? So, was haben wir als nächstes drin? Was ist das? What is it? Es ist was zu Star Wars. Luke Skywalker Strikes Again. Ah, okay. Ja, das ist was für den Schulanfänger. Na, oder auch für denjenigen, der Tagebuch führt. Oder für denjenigen, der komplizierte Matheaufgaben noch hier händisch löst. Oder irgendwelche Rechnungen aufschreibt. Oder irgendwelche Dinge überhaupt aufschreibt. Ja, das ist ein Notebook. Ein kleines, feines, süßes Notebook vorne drauf. Mit einem Luke Skywalker Motiv, das sehr stark an... ja, so Kinoplakate beziehungsweise halt auch an die alten Comics erinnert. Das zieht sich auch weiter auf der Rückseite. Das sieht halt auch aus wie die Actionfigur beziehungsweise halt wie klassische Comics. Und innen drin ist halt jetzt einfach, ja, im Prinzip gar nichts weiter, außer karierte Seiten halt. Ne? Die sind auch nicht gebrandet oder so. Es ist halt wirklich nur der Umschlag drum gesetzt. Finde ich aber auch witzig. Also, ich sage, Notebooks generell benutze ich jetzt nicht mehr wirklich oft. Das hier ist ein kleines Matheheft, das kann man sicherlich irgendwie verwenden für seine Kids oder so, wenn man welche hat. Oder man nutzt das halt selber, ab und zu schreibt man ja doch nochmal was auf. Ich mache mir manchmal Notizen und dann ist das natürlich blöd, wenn ich dann sowas nicht parat habe. Ja. So, wir haben das T-Shirt noch gar nicht gemacht, ne? Schaut mal das T-Shirt und ratet mal, es ist weich. Ihr könnt es also ebenfalls für eure Kämpfe benutzen. Ich treffe nicht mal. Ich treffe immer meinen Arm. So. So, jetzt haben wir es so verprügelt, das T-Shirt, jetzt geht's auch richtig rund. Was ist das denn? Ride the Desert, das dürfte eventuell... Ja, okay. Es ist, ratet mal, ihr habt es ja hier vielleicht schon gesehen, weil hier sind ja auch immer so ein paar Spoiler drauf. Es ist das Dune-Item und es ist ein T-Shirt, ein weiches T-Shirt mit Motiv... Was ist denn das für ein... Mit phallusartigen Motiven, wobei der könnte eventuell noch ein bisschen Kraft gebrauchen. Ja, es ist eine ziemlich schräge Gurke. Ja. Surf Arrakis Always Summer ist ein cooles T-Shirt. Ja? Mit dem Wurm. Ja, und obendrauf sitzt hier so ein Atreides, so ein Paul. Oder sitzt er da nicht drauf? Ist das nicht Paul? Ich weiß es nicht. Ja, finde ich ganz witzig. Die Farbgebung gefällt mir sehr, sehr gut. Umsetzung des Motives. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mit den Schriften finde ich gut. Ich finde den Hintergrund gut. Der Wurm selber gefällt mir jetzt von der Optik nicht so. Es ist, weiß ich nicht. Tut mir leid. Ich bin aber schon froh, dass Get Digital mal nicht so ein Techniker-Humor-T-Shirt drin hat. Weil das kennt ihr auch schon, das habe ich schon so oft gesagt in den letzten Monaten, dass die T-Shirts immer so Haha-Witze drauf haben und dass ich das nicht so gerne mag. Und oftmals sind das dann halt auch noch so Techniker-Haha-Witze, die dann vielleicht manchen Leuten sogar über den Kopf gehen. Na, und weiß ich nicht, da denke ich mir dann immer so, ja, das ist so ein Dad-Joke-Shirt dann, weißt du? Und das trage ich dann nicht so gerne. Dementsprechend, na, aber das Shirt ist jetzt okay, es ist ein Dune-Shirt, das kann man auf jeden Fall machen. So, gefühlt ist hier gar nicht mehr so viel. Doch, da ist noch was versteckt an der Seite. Und dann kommt, glaub ich, gleich das... Weiß nicht, ob es ein Highlight ist. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Was ist denn das? CyberClean. Desk Pro Screen Cleaning Solution. Aha. Was ist denn da alles drin? Was kann man da alles mitmachen? Also, da kann man irgendwas mit sauber machen, klar. Und es sieht so aus, als wenn man da seinen Monitor mit sauber macht oder so, ne? Oder irgendwas zumindest. Wir gucken uns das mal genauer an. Wir haben noch Zeit, oder? Oder habt ihr es jetzt schon wieder eilig? Also, weiß ich nicht. Wir gucken mal, was uns hier so erwartet, wenn wir das öffnen. Das ist doch interessant, ja. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine Nährstofflösung. Ne? Das ist halt so ein... Ne, das ist ein... Ah, okay, das ist hier dieser wunderbare Tastaturreiniger. Das ist dieser Schleim, den man dann so rein... Ne, und dann fährt man da so drüber. Bei mir geht das, glaube ich, nicht, weil ich habe sehr flache Tasten. Da weiß ich gar nicht, ob das Zeug richtig dazwischen geht.
Na, ihr solltet das auch nicht machen, während ihr gerade im Chat mit irgendwem seid, weil das gibt komische Gespräche. Ja, das ist halt hier so ein Gummi. Ihr könnt ihn hier so ein bisschen durch Schein sehen, ne? Den könnt ihr dann so über eure Tastatur fahren. Ja, und dann könnt ihr den danach waschen. Also die Dinger kann man tatsächlich auswaschen. Und sie vernichten auch sämtliche Germs, heißt das. Das ist ein Item, das finde ich tatsächlich ziemlich witzig. Na, dann habt ihr hier noch so ein Standy. Komm her, du Standy. Stanley. Ein Standy. Na, und da könnt ihr das hier reinmachen. Na, den kann man hier so reinstellen. Formschön. Wunderbar gestaltet. Der hat hier auf der einen Seite so eine weiche Seite. Ja, und dann hast du hier wahrscheinlich auch mal... Ich vermute mal, da wird irgendwas drin sein, ne? Da ist doch bestimmt irgendwas drin, oder? Das kann man auch zum Sprühen benutzen, oder nicht? Ja, genau. Und dann sprühst du halt, dann vaporizest du halt auf deinen Monitor. Und danach kannst du dann... machen, genau. Na, und in der Zwischenzeit kannst du dann noch währenddessen gleichzeitig mit der anderen Hand deine Tastatur so... Ja. Finde ich eine witzige Sache. Sowas gefällt mir. Finde ich lustig. Na, vor allen Dingen, wenn man das dann... Noch etwas mehr, ich meine, es gibt ja so Leute, bei denen ist der Schreibtisch einfach leer. Da ist einfach nichts drauf auf dem Schreibtisch. Und deswegen, ich habe einen Schreibtisch, der ist relativ tief. Und ich habe festgestellt, man kriegt Schreibtische in dieser Farbgebung, also schwarze Schreibtische, die so tief sind, kriegst du kaum noch. Die werden irgendwie gar nicht mehr angeboten. Und ich verstehe gar nicht, warum. Weil zum einen mag ich es gar nicht, wenn der Monitor viel zu nah an mir dran ist. Und zum anderen hasse ich es, wenn ich keine Arbeitsfläche habe zwischen Tastatur und Kante. Da muss immer ein bisschen Fläche sein. Dementsprechend bin ich immer total genervt. Und mein Schreibtisch ist auch nicht leer. Ich habe da mein Handy zum Ladekabel liegen, alles und irgendwie Game Controller, das eine oder andere, eine externe Festplatte, bisschen Papierkram. Und wenn das dann auch wieder dazu kommt, dann ist wieder ein mehr. Ne? Bei manchen Leuten geht das bestimmt. Die haben halt einfach nichts auf ihrem Schreibtisch stehen. Das ist dann ja gar kein Thema. Ne? Bei mir ist das nicht so. Ich habe hier einen lebendigen Schreibtisch, sagen wir es mal so. Finde ich eine witzige Sache. Das ist was Cooles. Sowas hat man in der Lootbox so gesehen auch noch nicht gesehen. Na, Get Digital ist immer wieder bekannt dafür, dass sie uns überraschen mit so Sachen. Ob das jetzt super gut funktioniert, weiß ich nicht. Na, aber ich finde es nicht schlecht. Ich finde es eine witzige Idee. Gefällt mir. Also diesen Monat hat die Get Digital durchaus wirklich interessante Sachen mit drin. Also das feiere ich sehr. Na, hier mein Plüschschwert und mein Plüschschild feiere ich ziemlich. Na, und wir sind aber noch nicht ganz durch. Wir haben hier noch mindestens eine Sache drin. Ich weiß nicht, ob da noch was anderes mit dabei liegt oder dazwischen oder daneben oder da unten. Nein, es liegt nichts anderes mehr dabei. Dann legen wir das mal beiseite. Das ist nämlich der leere Karton. Wir haben etwas zu Der Weiße Hai und das ist natürlich genial, denn ich bin großer Weißer Hai-Fan. Das dürfte das Upgrade-Item sein. Das habt ihr nur, wenn ihr die Box mit dem Upgrade bestellt habt. Und ja, Weißer Hai ist für mich natürlich Liebe. Ne? Ich sag's immer wieder, es gibt hier ein großes Poster. Ich habe ein paar Artprints an der Wand, aber nur ein großes Poster und das ist das zu Jaws. Also Der Weiße Hai, englisches Filmposter. Feiere ich sehr, bin ich großer Fan von. Jetzt ist das allerdings ein Gesellschaftsspiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Ich bin kein großer Gesellschaftsspiel-Fan mehr. Wir haben früher viel Siedler gespielt, das hat sich alles zerschlagen. Ich habe hier niemanden groß mehr, mit dem ich solche Spiele spielen kann oder mal einen Spieleabend ausrufen kann oder so. Dementsprechend wird das bei mir irgendwo in der Ecke liegen und es wird da liegen und liegen und liegen und liegen. Das ändert nichts daran, dass das ein fantastisches Item ist. Ne? Das ist ja meine persönliche Misere, dass hier sowas halt einfach nicht mehr zustande kommt. Ja, aber es ist was Tolles. Ich mag sowas. Ihr könnt mal auf die Rückseite gucken, was es da so an Sachen gibt. Hier so ein Spielbrett und verschiedene Karten und so. Ein Strategiespiel voller Spannung. Ich vermute mal, man wird irgendwie darum spielen, dass man den Hai besiegt im Prinzip. Na, ja. Wir müssen Touristen retten. Den Hai aufspüren und Touristen retten. Und hier hast du auch so einen Spielstein, der aussieht wie der Weiße Hai. Der wird wahrscheinlich dann immer seine Runden drehen. Na, und man selber ist dann halt mit Hooper und mit Brody wahrscheinlich unterwegs. Ja, und mit Quint. Und ja, 60 Minuten dauert eine Spielrunde. Ja, es gibt auch 2 Karten. Guck mal, hier oben hast du nämlich Amity Island. Ja, und hier unten hast du halt die Orca. Wo dann der Showdown im Prinzip ja stattfindet. Finde ich super. Toll. Ja, Akt 1, Akt 2, genau, das ist super. Also, sowas finde ich schön. Das ist mit Sicherheit ein cooles Spiel. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja. Hätte ich mich gefreut, wenn es jetzt was anderes gewesen wäre zu Der Weiße Hai, was ich jetzt so konkret halt auch nutzen kann. Hätte ich, tatsächlich. Ja, aber das ist definitiv kein Item, das jetzt schlecht ist oder so. Es ist ein super cooles Item, nur ist halt leider nicht so ganz nutzbar für mich.
Na, aufgrund persönlicher Dinge. So, wir haben Plüschschwert 12,95. Plüschschild ebenfalls 12,95. Na, das ist doch mal was. Wir haben das T-Shirt für 19,95. Haben wir. Wir haben die Coaster für 12,95. Ja, Coaster sind teuer. Na, die sind teuer. Das ist einfach so. Da kann man nichts anderes zu sagen. So. Also, wenn wir rechnen, ja, wir haben jetzt hier schon 26 Euro nur mit den Plüschis. Dann 46 Euro mit dem T-Shirt und die Coaster sind 59 Euro. Das heißt, wir haben mit dieser Seite hier im Prinzip schon mehr raus, als wir überhaupt locker reingesteckt haben. Ja, dann haben wir hier noch Imsen hier, die Karte, die kostet natürlich wie immer nichts. Das Matheheftchen kostet 1,49, finde ich natürlich auch witzig. Ja, und das Cyber Clean Desk Dresk, wieso Dresk? Ne, da haben sie einmal Buchstaben zu viel drin im Lootbook. Ja, darunter steht es direkt richtig. Cyber Clean Desk Pro und oben drüber steht Cyber Clean Dresk Pro. Ja, kleiner Fehler im Lootbook. Ja, finde ich auch eine schöne Sache. Das gefällt mir persönlich auch gut. Sowas kann man auch mal haben. Ist ein witziges Item, kostet 9,95. Und das Upgrade-Item ist natürlich das weiße Hai-Spiel für 29,95. In OVP natürlich, wie sich das gehört. Nächsten Monat haben wir 1 bis 3 zusätzliche Artikel zu Captain America, würde ich mal sagen. Ja, und das klingt doch auch nett. Da bin ich auch gespannt, was kommt. Dann gibt es ja noch so ein paar Neuheiten im Shop. Könnt ihr euch auch mal angucken. Einfach mal bei Get Digital auf die Seite surfen und mal das eine oder andere einkaufen. Na, das Geschirrhandtuch von den 3 Spülbürsten finde ich persönlich zum Beispiel richtig geil. Das war in einer der letzten Lootboxen. So soll das sein. Ja, und ja. Das war's. Das war die Get Digital im Monat Juni. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an den Items. Sagt mir gerne, was ihr von dem Loot haltet, ja, und ob ihr die Get Digital bestellt habt oder ob ihr sie nächstes Mal bestellen wollt. Ja, wenn ja, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung, dann weiß Get Digital, dass ihr von mir kommt. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr hilfreich und supportet mich natürlich sehr, weil die wissen dann, aha, aufgrund dieses Videos kaufen durchaus ein paar Kunden diese Box. Ja, und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Es gibt noch sehr, sehr viele Zuschauer, die ohne Abo gucken. Das ist immer sehr, sehr schade, ja, weil, ne, Abonnenten, das ist immer hilfreich, genau wie die Aufrufzahlen. Ja, und ich freue mich immer über beides. Ich freue mich auch über Daumen. Ich freue mich über Kommentare. Wie gesagt, knallt alles voll damit. Ja, je mehr Interaktion, desto besser für den YouTube-Algorithmus. Ja, der schlägt dann das Video anderen Leuten vor und umso größer wird unsere Community. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann die 5000 nochmal erreichen werde. Das wäre sehr, sehr schön. Wir sind auf dem Weg dahin. Es ist momentan relativ gut. Ne? Es könnte aber noch ein bisschen besser sein. Also, na, wenn ihr noch kein Abo habt, einfach mal machen. Und wenn ihr nicht bei YouTube angemeldet seid, ja, dann meldet euch einfach mal an. Das ist nicht so schlimm. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das schafft ihr. Ich weiß, ich vertraue euch da. Das kriegt ihr hin. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder anschaltet. Bis dahin, ne? Vielen Dank nochmal an Get Digital fürs frühzeitige Zusenden dieser Box. Hat mich wieder sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss!